it's nice to like. Sun should stay away exactly like that. Quarter ten. Ooh, quarter ten. Gut so. Wow. So soll es sein. Wie schaut es aus an diesem Samstagmorgen? Schaut extrem cool aus, man darf ihn nicht vergessen. Er hat ja die 224er Qualifikation erst am Sonntag geholt. Vor sechs Tagen. Vor sechs Tagen. Wir sind wieder super auf Kurs, Gewicht passt alles. Wir chain smooth, cruisen wir rein in die Abwaage, um ihn dann bis zur Olympia wieder recht voll zu kriegen. Das ist jetzt das leere Antoine-Bild, aber nicht so leer, wie wir sonst immer gewesen sind. Das heißt, ich bin sehr zufrieden. Der Hoffs-Eindruck? Ich habe jetzt nur die letzten Sekunden erleben dürfen. Wie fandest du die? Food Prep gemacht habe. In der Rückansicht? Ja, gut, ich meine, wie Stefan sagte, er hat jetzt ein paar Meisterschaften gewonnen, zwei Qualis innerhalb von kurzer Zeit geholt. Was soll er jetzt verrutscht sein seitdem, ne? Das sieht man das schon auf Kurs jetzt. Habt ihr eigentlich abgestimmt hier mit euren Outfits? Ich hab wohl gerade sagen. Wieso? Ich hab das bisschen männlichere und er hat die... Wenn du befestigt bist in deinem... Sexualempfinden. Dann ist das überhaupt kein Problem. Kennst du das noch, das ist vom letzten Mal, oder? Ja, ist ja klar. Das haben wir, glaube ich, damals im Walmart gekauft. Ja, weil das war ja das erste Mal Interview mit Siebam und so. Ja, dann macht das das kurz. Mhm. 2020. Ja. Gerechnet habe, dass da oben so viel sind. Ist in diesem Video noch nicht geklärt worden, warum wir eigentlich im sonnigen Orlando sind. Wegen Olympia. Korrekt. Soll ich es mir eben sagen? Ja, hast du ja jetzt. Ach, lass ich ja jetzt so. Wie gefällt dir meine Airbnb? Ja, hast gut gemacht. Auswahl, ne? Hast wirklich gut gemacht. Ja. Finde ich super. Vor allem, ich habe in dem Bett gut geschlafen. Das ist immer das Wichtigste. Nächste Mal. Ich muss an dieser Stelle noch mal kurz was festhalten im Video. Stefan, was ist das hier? Kaffee. Ja, nicht nur Kaffee. Deutscher Kaffee? Genau, feine Milde vom Chibo. Weltbeste Kaffee. Glaube ich nicht. Doch, sensationell. Filterkaffee. Nein, hier schön. Maschinchen. Ja, bringe ich, mache ich mir die Mühe, bringe das mit, ne? Hier. Ja, ja. Ich schleppe es mit. Koche heute Kaffee. Hier, ne? Schütte David sogar einen ein. Steht immer noch hier. Was ich viel wichtiger finde. Eine absolute bodenlose Frechheit und Respektlosigkeit. Ist er. Held meiner Jugend. George Foreman Grill. Wer kennt ihn noch? Aber es fehlt die legendäre Abtropf-Fettrinne. Ist bestimmt noch irgendwo hier aufzufinden. Nix. Ha, es halt. Meine Vitamine nehmen. Ja, hättest du jetzt auch theoretisch mit dem Kaffee runterspülen können, ne? Hättest du meine Privatsphäre vielleicht mal hier respektieren. Ne, werden meinen Kaffee hier so respektlos behandelt? Ich hatte heute Morgen einen Flexpresso für Kaffeeversorgung. Außer ein Stückchen Milch muss da schon rein. Ach, schwarz. Ich hab Schlagsahne erst. Proteinversorgung. Schluck Wodka. Das stimmt nicht. Schon wieder? Ist in die Küche gegangen. Das ist kein gutes Zeichen. Ja. Für eine Hetzerei hier. Ich habe mir noch eben eine Rutschpastille in der Küche geholt. Und schon 19, was haben wir? Du brauchst ja jetzt nicht, einfach nur auf Klosen drücken. Auf Klosen? Ja. Was folgt jetzt? Was machen wir? Setting. Jetzt fahren wir zum ersten Mal ins. Wie heißt das Ding eigentlich? Kiss Me Muscle Gym. Kiss Me Muscle Gym. Weil der Kinzel in einer Stunde dann am Podcast hat. Ja, weil mein mit dem offiziellen Media Pass.
Media Partner Pass. Genau. Cool, ich zieh auf. Hier schwitzen die Leute natürlich auf die Ledersitze rein. Ja, lecker, danke. Mach mal die Sitzbelüftung an für dich. Very high. So, offen für was Neues heute? Wer? Ja. Wieso? Hört sich komisch an. Kannst du das bitte beantworten? Ja. Was Neues zum Problem? Ja. Ja? Ja. Okay, machen wir danach noch. Sie auch, Herr Kienzel? Immer. Was sagen wir? Jetzt weiß ich, nach welchen Kriterien du die Bude ausgesucht hast. Hier, Panda Express. Hörst du davon? Was? Ja, das ist ja eklig mit deinen Füßen. Ja, pff. Entschuldigung, das Menschen Füße haben. Deswegen riecht das Leder auch so hier. Oh. Oh, finally, man. Sie Sportschel. The German fans. Earth looks looking crazy. This guy got over 30 Olympian guys competing next weekend. He's one of the best coach. He's one of the reasons I like Stefan. It's basically because it's not hype, all hard work, dedication. He's more than just a coach, he's a dad, he's a guy who looks after all his athletes with a lot of love. I've seen in real life, in person, this guy has a big heart. More than anything, he loves bodybuilding and he loves the people he work with. If you interested to work with someone, please. Root Boy just said, in first hand, work with Stefan. The CU he's making coming too back. Much money. He's making too much money now. It's the he's same making with too you. Much money. It's the same, you know. And you're still with Stefan for a little worse. Timandro. Remember Timandro? Oh, sure. He's the guy. Every time I say, Timandro. No, you don't need a dinosaur. No dinosaurs. David, was verbindest du mit dem Kissimmee Massengym? Ganz schöne Erinnerung eigentlich. Letzte Mr. Olympia-Teilnahme, ne? Für mich 2020. Und weiß ich noch, es war damals sehr, sehr unkompliziert. Hier alles, wir hatten direkt so eine Zutrittskarte, konnte man trainieren, wann man wollte. Unsere Bude war auch in der Nähe. Das habe ich sehr, das sehr bequeme Erinnerung. Und genau. Ja, damals noch neben Chris Bumstead hier trainiert. Gibt es auch, glaube ich, schon ein Video zu, ne? Mhm. Irgendwo in den Archiven. Zwei? Ja, genau. Gute Erinnerung. Mal gucken, wie es gleich drin ist, wenn ich die Luft atme. Do you remember? I do remember. Suspicious for me to say. Thank you very much. It's a party. Was man auch mal an dieser Stelle erwähnen muss, ein sehr gastfreundliches Studio. Ja, Wahnsinn, ne? Nach zwei Jahren so ein Empfang. Hast du so Kamera? Nee, ne? Nee, leider nicht. Also. Sehr herzlicher, warmer Empfang. In die Arme genommen worden, hier, Wahnsinn. Und die hat sogar Wochen vor, hat sie schon geschrieben und gefragt, ob man wieder kommt und sie freuen sich. Nee, echt schön. Hier alles prepared. Ja. Hat sich ein bisschen was Neues, aber im Großen und Ganzen der Vibe ist immer noch so. Ne? Gute Musik. Ich hoffe, es wird nicht, aber wahrscheinlich diesmal wird es schon voll. Ne? Jetzt geht es noch relativ früh. Ich denke mal, ab Montag wird es hier Ausnahmezustand sein. Kommst die Tür rein, Dorian Yates ist da am Trainieren. Ne? Hast du gar nicht gesehen? Hab ich gar nicht gesehen. Ah, jo. Dorian Yates. Schon geil. Front double bicep.
four, three, seven, and again. Also ne, ich wollte hier auf Empfehlung von einem treuen Rip-One-Zuschauer bei Instagram Abracadabra ausprobieren, aber Stefan macht den Plan kaputt, weil er jetzt komische andere Pläne hat. Irgendwer muss arbeiten, du Idiot. Arbeiten? Schafft man es jetzt wirklich nicht, oder was? Alter, kann ich reinspringen. Ganz schnell, zack, zack. Prince Polo Yolo hat gesagt, wir müssen, wenn ihr Kissimmee seid, unbedingt zu Abracadabra hingehen. Die haben dort das beste Eis. Nice Nitrogen-Eis, echt top. Nitrogen? Ja. Klingt nach Pump. Ich dachte eigentlich, das wäre nur so ein Verkaufs-Marketing-Name. Ja, hab ich auch gedacht. Aber scheinbar kommt da echt irgendwas Seltsames rein. Also hier raus wird das Eis gemacht. Bin gespannt. Nur natürliche Zutaten. Ja. Kippen das Zeug einfach da rein und kühlen das dann. Ach geil. Wie ist dein nitrogenes Eis? Na geil. Kalt. Aber geil. Der Vollständigkeit halber, David, kannst du die Empfehlung von Polo Yolo bestätigen und so weitergeben? Ich finde es voll cool, ja. Schmeckt doch gut. Hab eben gesehen, da gibt es auch noch warmes Essen und Kuchen und so. Draußen ist ein riesen Spielplatz. Eigentlich ein ganz, ganz lustiger Laden. So. Pac-Man kann man da zocken. Kann man nochmal hingehen. Ja. Nächstes Mal nehmen wir mit Stefan. Okay. Du und die Kamera. Dreh dich nochmal. Alles ist zu shredded, ist das? Nein, passt großartig. Warte mal, das ist nicht. Genau, du musst schauen, du musst das doch komplett von der Seite sehen. Dass der Oberarm darf nicht so sein, weil sonst ist das da weg. Muss so sein. So bin ich dann happy. Denn da ist alles rund. Alles rund. Auch auf Kamera rund. Dann kein Kopf. Also ich habe hier gerade live einer der besten Bikini-Athleten, dem Formcheck einer der besten Bikini-Athleten der Welt beigewohnt und dann festgestellt, dass ich doch voll wenig Ahnung davon habe. Und dann habe ich sie gefragt, wie viel sie jetzt isst, weil wir gerade über Ladeschemata von Bikini-Athleten gesprochen haben. Also tiefste war, sagst du? Kalorienmäßig? Jetzt momentan, seit wir die Form haben, sage ich mal, so an Rest Days 1008 ist tiefste eigentlich. Trainingstage meistens 2, 4 oder 2. Aber hast du dann Hunger? Ja. Ja? Aber 1800, also du bist ja eine halbe Portion, geht ja eigentlich. Ich sag mal so, Hunger im Verhältnis ist, zum Hunger Kerl? Ist immer relativ, sag ich mal. Es ist immer so. Aber Hunger, wenn du eher so das Mentale halt, was dich hungern lässt, schätze ich halt. Jetzt nicht, weil ich mich so richtig so leer fühle, sondern eher so, weil es halt über die Zeit halt das weniger. Ich bin jetzt aber auch real und sprich ein Problem an bei, ne? Und warum sie so viel essen kann, sie ist halt ein echtes Trainingsmonster. Und du darfst halt nie vergessen, durch die Intensität im Training kannst du halt so viel Kalorien schieben. Und lustigerweise ist bei mir als weiteres Feedback-Szenario für die Christina, siege, ob sie mit so viel Kalorien Gewichtsdrops hat oder nicht, weil ich dann sofort weiß, sie hat den Bogen im Training schon wieder überspannt, weil sie einfach zu intensiv, zu lang und zu extrem trainiert hat. Du kannst sie auf dem Gewicht halten lassen bei 3000 Kalorien, wenn sie es richtig knallen lässt im Training. Da mobilisiert sie 2900 Kalorien bei einem Gluttraining
ohne Probleme und das Gewicht bleibt konstant. Und das ist eigentlich so ein bisschen unser größtes Problem, weil diese Art und Weise des extremen Trainings natürlich kontraproduktiv ist für den Look, den man für eine Bikini-Athletin auf der Bühne haben hat. Deswegen bin ich auch sehr glücklich darüber, dass wir uns jetzt auf Haltekalorien von 2,9 zu Richtung 2,4 schon bewegt haben, weil in Wirklichkeit rein physikalisch war sie, sie verbraucht schon einmal um 500 Kalorien weniger beim Training, sprich weniger Intensity, weniger kaputt machen, weniger Zerstörung und es geht schon in die richtige Richtung. Und das ist auch der Grund, warum viele von diesen Ausnahme-Bikini-Athletinnen, die brauchen wir jetzt ja nicht diskutieren, dass die alle eine traumhafte Genetik, trotzdem auch zum Teil so wenig essen, weil deren Training in vielerlei Hinsicht halt wirklich nur Turnen ist. Beziehungsweise nicht ausbelasten. Es sind halt wirklich 4-5 Übungen, sagen auch viele. 3-4 Sätze, Gewicht oder sonst was. Mhm. Ich habe mal das ganz am Anfang, ich bin ja beim Stefan seit 2020. Ich habe mal vom Stefan ja damals noch das Pyramidensystem, oder dieses Top-Satz, Back-Off-Satz. Aber das mache ich immer noch. Mhm. Weil immer so hoch wie möglich, oder mit dem brauchst du ewig Sätze. Und dann immer noch mehr Gewicht, noch aber mehr also, Gewicht. Du hast also schon Hunger? Also so ganz ohne Hunger geht es ja nicht in der Diät. Aber, aber jetzt auch nicht wirklich, dass ich sage, so quasi Überhunger. Auch nicht irgendwie so lethargisch oder komplett. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das weiß ich dann doch. Weil das ist ja gerade bei den Mädels, glaube ich, ganz interessant. Da gibt es ja schon diese Horrorgeschichten von 800 Kalorien und so. Das und ja. Außer da eine kurze Zeit, wir haben ja von Budapest, haben uns komplett verzettelt mit dem Gewicht. Da haben wir in 4-5 Wochen extrem runter müssen. Boah, was war da das Niedrigste? Ich kann mich nicht erinnern. 1000. War da mal draußen, gell? Ja, weil die ganze Zeit No-Carb war, eine Zeit lang, bis aufs Frühstück. Aber das war 3-4 Wochen. Aber normalerweise gibt es sowas nach bei uns. Hast du mehr Spaß am Training oder an dem Wettkampf an sich? Wettkampf nicht, aber Training und Ernährung. Liebe Miss Coleman. Aber ich muss auch sagen, es hat sich jetzt eben von der Zeit wirklich auch wie der Körper mitspielt, ein bisschen geändert, weil ich sag's mal so, meine Lieblingszeit war wirklich jetzt da bei Benidorm, da wo es wieder so ganz viele 2,9er Tage gegeben hat, so wie so ein bisschen Reverse-Dieten und wieder stärkere Trainings, heftigere Trainings. Das wollte ich jetzt eigentlich mit dem Stefan auf die Olympia nachspielen, so von meinem Gefühl her, aber es funktioniert momentan nicht. Es fühlt sich schneller ausbrennt an den Muskeln, das ist auch ganz ein komisches Szenario dieses Mal. Im Endeffekt hat es heuer niemanden gegeben, der mehr Wettkämpfe gemacht hat als die Christine, aber ans 11. 10 oder 11? Jetzt kommt in dieser Saison? Ja, jetzt kommt der 11. Olympia ist 11. Sogar bis auf einmal immer in die Top 5? Nein, da immer. Was, oder bis auf einmal, genau, der Erste. Also komplette Konstanz, immer in den Top 5, bei jeder Profi-Show, sehr oft in den Top 3, Top 2. Am Profisieg, also die Leistung ist nicht hoch genug zu loben, weil es einfach die absolute Konstanz ist. Aber natürlich bestraft einen der Körper da, was das betrifft, schon ein bisschen. Das heißt, das ist kein Status oder kein Körperfettgehalt, den der Körper toll findet oder leibend findet. Dementsprechend ist es auch nicht mehr so mit singulären Ladetagen oder auch mit öfter mehr Essen getan, weil der Körper einfach diesen Status, vor allem als Frau, dieses niedrigen Körperfettgehalts über so lange Zeit toll findet. Natürlich, die Olympia-Quali ist da und jetzt machen wir definitiv auch absolut das Beste draus und ich bin sehr, sehr happy über den Look heute. Also für mich ist das alles andere als klein oder sonst irgendwas, also das geht schon in die richtige Richtung, aber der Körper zeigt natürlich, dass er das Ganze nicht mehr richtig toll findet. Du hast ja eine ziemlich breite Datenbasis. Ja. Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wer jammert mehr? Weil sie ist ja komplett entspannt. Bist du wirklich entspannt? Entspannt? Ich bin jammern. Also jammern bin ich extrem. Ich gehe den Stefan schon viel auf die Nerven, das weiß ich auch. Nee, das meine ich. Ich bin extrem viel im Kopf. Ich meine dieses, mir geht so schlecht oder ich bin so aggressiv. Ja, das ist das weniger. Bei der Christina ist das eher so diese Sache des Überdenkens und sich an schlechten und negativen Sachen, die in einer Prep ja ganz normal sind und vorkommen, sich dann darauf aufknüpfen, festhängen und wie ein Pitbull festbeißen und nicht mehr loslassen. Wenn die Christina ein schlechtes Training hat, und jeder weiß, dass in einer Prep gibt schlechte Trainings, das ist halt so, du hast keinen Pump mehr, es ist halt Arsch, Energie fällt nicht da, dann löst es so eine psychologische Negativkaskade in Gang, die kaum mehr zu stoppen ist. Das ist so dieser Punkt. Aber jetzt mal
generell einmal Männer und Frauen. Das ist nie ein Jammern über, ich kann das nicht oder ich kann das nicht machen oder das will ich nicht. Es gibt sonst wieder böse. Männer oder Frauen, Mann? Nein, Typ. Männer? Nein, typabhängig. Nein, überhaupt, also wirklich ohne Scheiß, gar keine Tendenz. Dass die Frauen ein bisschen, also entweder verbergen sie es besser oder stecken es irgendwie besser weg, aber dass die weniger jammern. Und wir hatten ja gestern jemand hier, den muss es ja dauernd antreiben, dass er mal post und dann. Das war lustig gestern, dann haben wir, das ist so richtig gesehen, wie dann hast du ihm 8-mal gesagt, auf was er achten soll, ja. Aber er fragt dann immer, ja, aber ist die Form okay? Ja, die Form ist okay, aber du musst mehr Posen üben. Ja, ja, okay, aber wie ist hier? Ist alles, passt alles? Ich schätze es nur immer so ein, aber ich glaube halt auch immer, Instagram ist eine andere Welt als die Realität. Oh, also auf jeden Fall, aber dass die Männer lockerer sind. Ich überdenke zu viel. Zum Beispiel, eben wie der Stefan gesagt hat, zum Beispiel ist vorgestern, Glute Workout richtig, richtig schlecht. Ich habe keinen Punkt drin gehabt. Die letzten 2 Tage, ich kann es dann kaum ansprechen, weil ich im Kopf so bin, was passiert, was ist los mit meinem Körper? Mir muss es doch gut gehen, ich esse doch genug. So quasi so, es ist doch von den Kalorien nicht wenig. Wieso? Was mache ich falsch? Dadurch, dass ich ja wirklich, so wie du sagst, eine breite Datenbasis habe, ich kann dir jetzt für beide Extreme, des Supergechillten und dem Überdenken, nicht jammern. Da geht es jetzt nicht nur jammern, sondern überdenken, die männliche und weibliche Beispiele, bei Olympiastarten jetzt nennen. Wir haben die Christina als Überdenkerin und negativen Strudel und sehr, sehr leicht abrutschen. Das männliche Pendant zur Christina wäre der Antoine, der 1:1 gleich ist wie die Christina. Also kaum ist irgendwas, hängt es denn komplett auf. Und dann haben wir als positives Beispiel, ich nehme alles, wie es ist und denke gar nicht nach den Wesley. Und als weibliches Beispiel dazu die Sherry Priami, meine Woman Bodybuilding Starterin. Vollkommen wurscht. Hat die aus irgendeinem Grund einen Tag jetzt einmal 6 Pfund mehr? Denkt's gar nicht nach drüber. Ja, das sage ich halt, morgen ist das Wasser wieder runter. Sie schaut so, oh, I'm happy and bla bla bla. Und am nächsten Tag ist das wieder herunten. Also gleich wie beim Wesley, das ist, deswegen kann ich keine geschlechterspezifische Aussage treffen, das ist eine Typsache. Und ich glaube, genau der Weg führt eben zum Ziel, diese Leichtigkeit. Zum Beispiel ja, die Maureen als bestes Beispiel. Ganz viel ist einfacher. So quasi Kopf aus und der Coach entscheidet. Was ich versuche, aber dann sind immer wieder so Sachen, wo ich immer denke, wie soll ich sagen, die beeinflusst ja nicht du. Was ich im Training mache, beeinflusst nicht du 100%, sondern das macht ja eigentlich der Athlet. Also ich sage schon immer auch, es ist ein Zusammenspiel zwischen Coach und Athlet. Und was absolut. Du, was ich im Training mache, beeinflusst du ja nicht. Ich kann das eigentlich zu 100% einen Tag mich weiterbringen, indem ich vielleicht die Intensität ein bisschen runterfahre und wirklich mal nur durchblut. Oder ich kann mich eigentlich wieder 10 Tage nach hinten katapultieren. Also klassisches Christina-Szenario, das werde ich jetzt nie vergessen, war One Day Out, glaube ich, Portugal voriges Jahr, glaube ich, nicht vor 2 Jahren, sondern voriges Jahr. Und es war abgemacht, irgendwie ein leichtes Pump-Workout. Ja? Und halt so, was die rein raus, 30 Minuten. Und ich habe irgendwie zu Christina Tschüss gesagt. Und dann habe ich noch 3 oder 4 Formchecks gehabt und bin dann noch draußen gesessen und habe einen Kaffee getrunken. Und dann habe ich noch einen Jordan getroffen. Und dann waren irgendwie 2,5 Stunden vorbei. Und ich bin reingekommen ins Studio, sehe sie wie eine fanatische Psychopathin am Seilzug Glut-Kickbacks machen. Der Körper komplett drained, verschwitzt, komplett am Ende. Dann habe ich es aus dem Studio rausgeschliffen und rausgehauen, weil es halt einfach nicht aufgehauen hat. Also irre. Aber darum Training lieber und die Ernährung als die Wettkämpfe. Kenne ich aber auch alles. Ja. Konntest du denn jetzt deinen... Du weißt ja, wie lange ich auch immer trainiert habe. Lang. Ja. Lang und dann immer noch ein Satz. Ach nein, gestern war easy. Aber so vor dem Wettkampf, wenn du dann denkst, okay, den Winkel noch und dann hast, gerade wenn du irgendwie Beine machst oder so, dann denkst du so, boah, nee, bald ist soweit und so. Dann kannst du gar nicht mehr unterscheiden, ob du jetzt einfach aufhörst, weil du halt dich schlecht fühlst oder weil es sinnvoll wäre aufzuhören. Dann machst du halt noch einen Satz und noch eine Übung und den Winkel noch und so. Ich habe auch gestern mit Antoine, das war ja auch so ein Ding, wo du ihm sagst, du kannst hier das Zeug da trinken und er direkt geguckt und so. Ich meine, der Kerl wiegt 100 Kilo, ist knüppelhart. Wenn der 3 Gramm Kohlenhydrate zu sich nimmt, da kann ja nichts passieren. Aber ich habe genau gewusst, wie der sich jetzt fühlt und dann liest und dann so, oh nee, das war aber nicht im Plan und wer weiß. Und dann denkt, wie er dann getrunken hat. Ja. Wo ist er? Und dann ist er direkt gegangen. Dann ist er direkt gegangen, wahrscheinlich hat er es gar nicht leer getrunken.
Weg, ja. Dauert sofort. Wobei das natürlich völlig egal ist in dem Zustand, ob du jetzt 3, 4 Gramm Kohlenhydrate mehr hast, aber du fängst dann an, dann nachzudenken und so. Ich kenn's alles. Einmal von Kohlenhydraten, aber ich traue mich nicht mal mehr an Süßstoff. Ich traue mich keinen Süßstoff anrühren. Seit März, seit ich die Prep angefangen habe, habe ich keinen Süßstoff mehr drin. Halt keinen so Energy-Drink oder sowas. Weil du so viel Erfahrung hast und so viele Wettkämpfe gemacht hast, eigentlich, also man wird ja dann schon ein bisschen ruhiger so, weil du hast ja dann noch die Erfahrung, zum Beispiel nach einem Wettkampf, du gehst essen, du trinkst und du siehst immer noch gut das, aus. Ja, das ist schon das Ruhigere schon, aber in was ich mich eben so versessen, auch weil du jetzt eben sagst wegen Training und so, ich habe zum Beispiel ich schreibe mir das immer auf, was ich mache jede Woche. Und zum Beispiel dann und dann bin ich ja trotz zum Beispiel zerstören, was er zum Beispiel da erzählt hat, eigentlich so weit kommen oder ich komme so weit. Und für mich ist dann immer so quasi, ja, jetzt machst du weniger, so quasi, jetzt fange ich an zum Betrügen, Stefan betrügen oder mich betrügen, weil ich einen Satz weniger mache. So quasi, ich kann das vom Kopf nicht dieses weniger machen, weil ich mir halt denke, ich könnte halt mit dem betrügen oder halt schlechter werden oder halt dieses so. Ja. Und es gibt zwei wichtige psychologische Aspekte, die das immer wieder schwieriger machen für den Athleten, da richtig zu entscheiden oder das auch zu verstehen. Eine Eigenschaft, die Christina auch hat, ist, sie möchte immer Dinge replizieren. Das heißt, sie weiß zum Beispiel, bei der Show ist sie gewonnen. Ich glaube, sie, das ist jetzt eine Unterstellung und entspricht nicht der Realität, aber sie wird dann, wenn es möglich wäre, sogar die gleiche Farbe der Unterwäsche anziehen. Okay, dann ist keine Unterstellung, um alles so arg und gleich zu replizieren. Sprich, die gleichen Sätze beim Training, das gleiche Training und das gleiche Essen und. Was Athleten dann aber sehr, sehr oft vergessen, ist diese Tatsache, dieser Wettkampf war vor 4 Monaten. Das heißt, da warst, ich sage jetzt irgendwas 3 Monate auf Diät, jetzt bist 7 Monate auf Diät. Der Körper hat einen Energietopf an Gesamten. Und das wird ihm, also du musst dich an, du kannst was in der Vergangenheit war, wenn es um den menschlichen Körper geht, nicht replizieren. Das geht nicht. Und der Glaube daran, das machen zu können, führt dich unweigerlich ins Verderben. Weil du ein anderes Energieniveau hast. Du hast anders geschlafen. Du bist mit einem anderen Fuß aufgestanden, es gibt eine andere Stresssituation, die Diät ist länger fortgeschritten und, das lässt sich nicht replizieren. Und das macht es oft schwierig, wenn der Athlet da so festgekrallt ist an das, wie es an diesem Tag war und was da funktioniert hat. Und da musst du dann anfangen, eine gewisse Lockerheit reinbringen und nur mehr nach vorn zu schauen und auf den Akutzustand zu schauen, weil das Replizieren einfach nicht geht und in den seltensten Fällen zum Erfolg führt, weil die Geschichte dort eine andere ist. Seit jetzt in den 2 Wochen, die Form wird besser, wenn ich zum Beispiel 2 Tage Pause am Stück mache. Das hat es noch nie gegeben. Ja, normalerweise, ich bin ja der Mensch, ich fange nicht an, ich höre nicht auf zum Trainieren, sondern ich fange erst 3 Tage vor dem Wettkampf richtig an zum Trainieren. Das war eigentlich immer so mein, wo ich immer gedacht habe, jetzt wird es voller und praller, wenn ich 3 Tage so richtig reinwühle. Aber jetzt momentan sehe ich, wenn jemand 2 Tage Pause macht, wow, das fühlt sich auf einmal aus. Das ist nicht mehr so grainy oder sowas. Ich sage jetzt mal so, für die Männerklassen ist es ja besser, aber für Frauenklassen, wenn gerade ein bisschen mehr Rundungen brauchst, eigentlich das, was brauchst. Da sehe ich jetzt gerade so irgendwie den Umschwung zwischen weniger intensiv, gerade momentan besser. So viel zum Thema, warum brauchen Profis einen Coach? Ja. Aber das Problem, das habe ich auch schon öfter gesagt, was Stefan jetzt sagt, man will alles 100%ig immer gleich machen. Das, was dich zum Erfolg geführt hat, um Profi zu werden, ist ja eben, dass du immer alles gleich machst und dass du diese Routinen einhältst. Und dann ist es halt extrem schwer, das umzuswitchen im richtigen Moment und aus der Routine rauszugehen, gerade vom Wettkampf. Ne? Deshalb, guter Coach ist wichtig. Das erste Mal ist wirklich mit so vielen Wettkämpfen. Also gerade so von letztem Jahr haben wir 2 gemacht, bis zur Olympia. Und jetzt ist es halt 11. Aber wir haben auch, also hätte ich ihm, das haben wir letztes Mal geredet, hätte ich das von einem Jahr gesagt, dass wir 11 Wettkämpfe am Stück machen, der Steffen hat gesagt, unmöglich. Weil es letztes Jahr auch schon so war, so quasi, da habe ich als Feedback bekommen beim 2. Wettkampf im Taylor Manion, es wird schlechter. Mhm. Es wird so langsam ein bisschen so Druck raus, aber es ist eigentlich besser geworden. Also ich würde sagen, beim 7. Wettkampf war ich eigentlich auf 100%. Das war ein cooler Talk, oder? Das war ein extremer, also für Athleten ein extrem hoher Mehrwert. Habt ihr schön gemacht. Danke. Alles, was wir besprechen würden, jetzt glaube ich hinter den Kulissen. Das sind aber, glaube ich, auch Sachen, das ist, glaube ich, auch gut, dass man halt einfach mal drüber spricht, weil in der Regel sind das natürlich so Sachen, die man nicht unbedingt so eben erzählt und sagt, aber das sind halt ganz wichtig, essentielle Sachen, die ja viele Athleten oder die fast allen Athleten irgendwie
durch den Kopf geht oder betreffen wird. Vor allem, halt, ne? Was dich mal betreffen wird. Ja. Sag ich jetzt auf wirklich. Man denkt ja manchmal so, Profi sein heißt ja auch, sich gut darzustellen. Und man denkt ja dann manchmal, jedem anderen fällt das voll leicht. Weißt, ich hatte mal einen Profi bei mir im Studio und dann sagt er so, ich sage jetzt nicht, wer es ist, sagt er so, sag mal David, ich kann mich kaum noch zu meinem Kind bücken, ich fühle mich so schlecht, ich bin so schwach und so. Ist das normal oder muss ich mit Bodybuilding aufhören? So ungefähr hat er mich gefragt. Und dann habe ich so gesagt, ja klar, manchmal fühlst du dich halt so, ist normal. Und dann sagt er so, ah, okay, ich dachte schon, ich hab's nicht mehr alle so. weil man stellt das ja schön dar in der Regel, ne? Nicht weil man irgendwie lügt, sondern weil man eben auch nicht dauernd jammern möchte. Aber es geht dann manchmal halt schon echt beschissen, ne? Deshalb glaube ich, das ist schon ganz gut zu hören, dass die Profis im Endeffekt die gleichen Probleme und den gleichen Hirnverkehr, sage ich jetzt nicht, haben wie jeder andere auch. Ne? Und vor allem, wenn man denen eigentlich nur auf Social Media folgt, gell? Also es geht ja keiner her und stellt sich auf Social Media, also sowohl bildlich als auch in Wortsprache, schlechter oder schlecht da. Und das macht uns sehr, sehr oft den einen schon alles leiwand, alles easy, alles rutscht runter, jedes Training geil und immer prall und immer Bums, dass die in Wirklichkeit die 7 besten Bilder rotieren lässt, die sie aus den letzten 2 Jahren hat, ist halt auch ein Punkt, kennen wir halt eh alle, weißt du, oder ein Spiegelfoto oder whatever. Was war das für ein Kunststück? Jetzt wird ein Crank Olympia at the Miracle Bear Grizzly Punch Flavor Pre-Workout angerührt hier. Man sollte Atemschutz tragen normalerweise. Haben wir noch Masken? Ich hab mal eine. FFP2? Ich muss mir dampft schon wieder. Pre-Workout mitbringen. Die haben das nicht verarschen. In der alten Wohnung vergessen. Du musst deinen Anteil jetzt zu Mr. Olympia beitragen. Gonna look too skinny on my physique. Okay. So now I'm actually at the when you are home, you look much better. Thank you. The muscle is hard. Yeah. Thank you, man. Thank you. Where's Stefan? I'm looking for Stefan, man. Stefan is running away. He's everywhere and anywhere. German family. Iron Religion Gym. The Kissimmee? Kissimmee? No. Which one? I think it's next to the convention center. The Iron. Iron Religion. Religion, yeah. Oh, okay, the red one. Yep. He's coming anyway?
today. Stefan is coming? Later. Later? Yeah. He's with us. He's coming when I tell, when I write him, we are finished and we go to eat, then he's coming. he's always ready for food. Yes. I know. He likes the Shake Shack. Right. He likes the Shake Shack. I love that guy. Yeah. Listen, you guys did an amazing job in Germany. Great athletes coming along. As you can see, Europe got strong bodybuilders. Yeah. They got great athletes at the top of the game in Olympia, so make sure you all support these guys because you might be in their position soon. I know they inspire you to be here. Dream big, believe, put the work every single day. Believe me, one day you're gonna be here in Orlando, Vegas, whatever it is, to do the Mr. Olympia next to the best of the best, and you become one. So believe in your dreams, do never give up. German, big love, Root Boy in the house. Programmpunkt. Programmpunkt, Formcheck. Wesley Withers. Was ist eigentlich aus Wesley Snipes geworden? Gute Frage. Gute Frage. Na gut. Uh-huh. You look full as fuck. Even though it looks good, I think it's the best I've ever seen you. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Voila. How much heavier are you now than stage weight? I actually woke up at 111 kilos. Whenever I fly, a lot of people say I hold water. Well, they hold water, but I lose water no matter what, because we went back 6 hours. So that means the day was 6 hours longer. So how I think is, okay, I'm 6 hours awake longer, which means two more meals because you're awake longer. So I actually already had 6 meals and then we went to the apartment. And then I had one bigger meal, all pretty much zero carbs. But even though I ate more throughout the day as usual, I still lost 1.8 kilos compared to the last day. So my weight limit is 112.9, so I have 1.9 kilos left, and since the weigh-in is in the morning, it gives me a lot of space to load up. The last time I saw you this close was in Alicante. Yeah. And you looked way smaller than now. Yeah. It's much better. Yeah. Because this pops out more. Yeah. And like, this side is always here, but when this side is here, I know that for myself, then I know, okay, we're heading into the right direction. So I'm happy with how things are going. And this is just the out of jet lag shape still. Little sleep, 30 hour day before. So now it's gonna start. Because Stefan said, okay, today we're gonna add 250 grams of extra carbs to ensure that you don't get too flat. Because like you're saying, if I'm flat with my height, it's no use. I may look drier some places, but the whole physique is narrowed down. Yeah. And I need to be dominant next to like a Chris. Right. Yeah, yeah. And that's what I need. But it also helps. The temperature always helps me. If it's a little hotter than in the Netherlands, then it's way better. So, and also Alicante is my first show. So you diet down all the way.
And then I had Alicante and then Dubai, and then I could eat more. And then the body comes back alive. And then somehow you look fuller, but the weight kind of remains the same. So you kind of, it's like your body knows how to place, displace the water better, mm-hmm. more intramuscular, less stress water, basically. And hopefully it's going to show on stage. It needs to be better than last year. So, yeah, going so for after it. After taking second place in Dubai, was that like a setback for you or more motivation? It's both always, because mm-hmm. Steve Weinberger was the head judge. So it's difficult to say, well, it's the judges. He's it's got to judge with the Olympia as well. Yeah. So I can't say that, but I honestly think I could have won as well. If I look at all the physiques, at the results, there's nothing I can say, okay, this is why I lost. I mean, yeah, sure, Ralph Diesel has a better presentation, but he has a better presentation than anybody. So yeah, that's always like a default answer. But if you look at the muscularity, the conditioning, and my presentation wasn't bad, you can't say, oh, he lost because of this specific thing. So that motivates me to know, okay, I'm very close to Ralph Diesel, and if he is gonna end up high at the Olympia, that's what you said actually, you said it doesn't matter how you place at Dubai, it's always gonna be a positive thing, because I'm gonna be placed close to Ralph Diesel, and if he's gonna be placed high at the Olympia, it's gonna like a magnet drag me with him, or maybe even surpass him if I improve my physique and he doesn't. But I'm not saying this as a personal thing, I'm literally looking objectively at the physiques like a judge could, like even taking myself out of the picture and looking at also what all the people are saying in the comments, in the videos. It's like, okay, I can't deny that a lot of people thought I could have won, which then motivates me, but it's also a setback because I didn't win and Steve is the head judge. So there must be something he sees that he's missing in my physique that he's seeing in Ralph Diesel's physique. And I think the only thing that can be is the glutes from behind, because that's like partially genetic, but also partially development that I still need in the glutes, even though it's classic physique, so, but it's still a body part. So I think that's the only thing missing from my whole physique, like the proportions, the upper and lower body, it's good enough now to be competitive with everybody else. You could even say that some people have a stronger lower body than upper body and they end up like number two, three, four at the Olympia anyway, so it's not like everybody is perfect. So I think it's little things now like the glutes and the ability to show the striations from behind in the glutes, because the rest is there. I mean, the hamstrings, the back, the shoulders, like you say, it's rare to see that. And like, for example, the upper chest striations. I can show this and the others can't. Yeah, yeah. You can show glute striations, but is that really so classic physique dominating that's gonna overtake a physique over someone else? So it's always a question, but I see, okay, he has that better than me, so I have to work on it, because it's still something I can objectively point to that's better. So that's the only thing I can point to. And some people, it's just a subjective sport. Some people simply prefer another physique. I mean, they may say I'm too blocky, or you know, everybody has an opinion. One person says he's too blocky, and the other people say he's dominating with his width and his height over the others, like Arnold used to do. Yeah. So it's really depending on your opinion on what you think of classic physique should be. But the only thing we can do is improve, and that's what the judges want the most. They want a better package than last time, and that's what I'm gonna show on stage. What's your goal? In placing? Yeah. I know that the top five is allowed to do the posing routine, so that's always my ultimate goal. But my goal at least is higher than before, so at least number seven. If I get number eight, yeah, then I'm repeating myself the last 2 years where I was twice number 11, and that's not a great feeling. But you know, if the field is a lot better and I am better and I'm in the same placing, but I'm actually improved, because the whole field improved and I simply went with the flow, then it's also a win. But I still want to see that number increase to a better placing, because I think it's possible.
Because if I think about other competitors, I can't go beyond 7 or 8 and think, oh, they're all better than me in all the aspects that a classic physique should have. So I think in between 5 and 7 should be very possible. That's my goal. Good luck, viel Erfolg. Huh? I mean, nevertheless, whatever happens with placings, I think you're on a like on a category of your own somehow. You. And you. I think your fans, your community, they see your improvements, and I don't think they care that much about your placings. That's true. I honestly, like, I don't care that much either, because like you say, the community is like the best judge to me. Yeah. When what they say is most important to me, because like I know also people in the industry who place higher, but they don't get any love from the community at all. And do you really want that? I mean, I truly appreciate the feedback that the community gives me. Whenever I post a picture, and most of the people are saying, this is what classic bodybuilding should be. This is true golden era physique. This is what we want to see represent the class. That's what you do it for. That's the people who are keeping the sport alive. So who else should you please apart from the people who follow you and support you? So as long as I can please those people, that's the best prize. But you also got to think about business-wise. I mean, you got a family, so the placings ultimately will also play a role. If you can slowly creep to the number one spot, I mean, that's going to open a lot of doors, of course. But yeah, it's just, if you don't have the passion for the sport, it's no use doing it anyway. And that's my number one reason. Really the passion, and being here is a true honor for me anyway. I mean, can't even believe I'm in America at the moment, competing with the best in the world, allowing to showcase all of that for so many people. Just, and like walking around the gym and people want to take pictures. I mean, I'm on the other side of the world and they still recognize me. So it's still, after all these years, still a very special thing for me. And yeah, so every time that I experience something like that, that's when I realize that is a reason why I'm doing this. Number 4 for you, right? I always forget. 218, 20, 21, 22, 23, so five, number 5. I thought it was 1 year you didn't. Yeah, that's 19. So I did 18, mm-hmm. 20, 21, 22, and now this is 23. So 5 Olympias in total, which is pretty crazy if you think about it. And every time it's been a better result. So even though I was 11th twice, I mean, I beat people the second time that beat me before. Mm-hmm. So every time I do go up in ranking, basically. Beatable. If this year. Yeah. Oh. Yeah, because why would it be beatable next year? I mean, it's every year the same. He's not gonna change. Ich habe keine Ahnung, warum die Musik jetzt spielt, aber es ist ein ganz schönes Lied zum Abschluss des heutigen Videos und Tages. Ja, hast du wieder genau gewartet, bis ich die Hände voll habe? Warte, ich nehme. Mach so. So. Jetzt abmoderieren? Ja. Oder soll ich nochmal? Ja, bitte. Ich könnte es eigentlich auch noch nehmen. Ja, hiermit beende ich dann das Video. Danke fürs Zuschauen. Gerne teilen, liken, kommentieren wie immer. Gerne mit den Athletencodes zum Beispiel mit Hoff bestellen und uns supporten bzw. das Ganze möglich machen, dass wir hier so kybernetische Autos kriegen, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind und Musik machen, wann sie wollen. Was vergessen? Ne, passt. Guten Pump. Ciao. Bis morgen.